Hallo Freunde und willkommen zurück zu Minecraft Projekt Dezernent. Heute bin ich nicht alleine, heute habe ich mal jemanden mit im Boot. Und zwar Captain Escamo. Captain Escamo. Ja. Genau. Captain Universe habe ich dabei. Eigentlich soll er mich nur ein bisschen unterhalten. Weil er ist dafür zu schlecht. Nein, ich habe ja in den letzten Parts nicht so die Themen rausgesucht. Ach so, dann bin ich ja sein Thema. Ja, und du ich sollst mich jetzt ein bisschen unterhalten, damit ich nicht immer sage, oh ja, jetzt tun wir den Block hier hin und den Block dahin und das auch noch dahin, weil wegen... Also soll ich dir sagen, wo du welchen Block zu tun hast? Nein, das erst recht nicht. Also sieht das ja hinterher alles total kacke aus. Ja, aber im Gegensatz zu dir brauche ich meine Sachen nicht nochmal fünfmal abzubauen. Ja. Weil du es einfach scheiße lässt. Ja. Ja. Notfalls wird eine neue Mauer vorgezogen. Ja, genau. Nee, auf jeden Fall soll er halt ein bisschen mich mal ein bisschen unterhalten. Oder zumindest ein bisschen reden über irgendwas, worüber man halt so reden kann. Und deswegen habe ich den mal mit ins Boot geholt. Den einen oder anderen solltet ihr vielleicht aus dem Stream auch kennen. Oder ganz alten Parts. Wie ja, mit meinem ganz alten Mikro-Portal. Portal zum Beispiel, genau. Tera. Hatten wir den Tera. Und... Devil May Cry war da auch mal dabei, aber ich glaube, die Parts sind gar nicht mehr auf meinem Channel. Warte, die Alpha gelöscht? Ja, musste ich ja. Weil ganz viele Treffer und so da waren. Ah, so. Wegen Capcom und der ganzen Titelmusik von den. Ja, die Musik war dann nicht mal mehr das Problem. Ja. Nö, und. Ja, ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen zu bauen. Er sieht es jetzt nicht, weil ich jetzt keine Bildschirmübertragung gemacht habe. Ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht so wahnsinnig. Aber wir sind so bro-like, ich kann spüren, wie das aussieht. Ja? Ja, ja. Okay, gut. Also den blauen Block würde ich wegtun. Ich habe keinen blauen Block, ne? Ich meine Hand. Dann tu deine Hand wieder übers T-Shirt. Oh, okay. Sorry. Nee, und... Ich hoffe, er kann auch reden. Hi. Hi. Und... Hi. Ist jetzt nicht zu sehr abgelenkt mit seinem verkackten Drecksspiel. Ja, ich spiele das doch gar nicht. Ich guck gerade noch neuen Tastaturen. Ja, das ist gut. Weil ich mir nicht sicher bin, was für eine ich mir hole, aber ich würde ja gern meine 10-Euro-Tastatur eigentlich behalten. Ja. Ja, wenn du jahrelang da PvP drauf spielst, ist das schon eine heftige Umstellung, mal eine andere Tastatur am Start zu haben. Ja, gut. Aber ich glaube, ich habe gerade ständig deine alten Tastaturen hier bei Amazon rausgesucht. Welche? Welche hatte ich denn? Eine Rocket. Ach, die, für die Rocket habe ich ja. Nee, ich habe die Isku. Das ist die AWO. Ja, die sagt mir jetzt gar nichts. Ich hatte die Skiller hatte ich davor. Die jetzt schon wieder jemand anders hat. Die war billig. Die hat 10 Euro oder so gekostet. Hä? Nee, die finde ich hier gerade nicht drin. Dann ist die wahrscheinlich schon wieder draußen. Ja, es war keine, nicht von Rocket, ne? Es war so eine Billigtastatur. Ach so, ja, ja, klar. Diese eine da mit den... Wo du die WASD-Tasten austauschen konntest in so einem Gummiding. Genau, mit Maxi-Grip. Ja, genau. Aber die würde ich für PvP nicht so empfehlen, weil die dieses Multi-Ding nicht hat. Ah, ich hab's, Sharko und Skiller, ne? Ja, genau. Aber ja. Wie gesagt, das ist das Problem. Obwohl, warte mal, ich habe damit auch WoW gespielt. Ja, aber ich meine, die hat diese... Also es ist keine richtige Gamer-Tastatur. Weil die du dadurch diese... Die ist zwei Knöpfe gleichzeitig da. Das ist ein bisschen... die akzeptiert das halt nicht immer oder so. Ich weiß es nicht. Das wäre schlecht bei meinen ganzen Fokus-Makros. Ja. Daher... Musst du gucken. Aber das ist halt die billigste, die ich jetzt so kenne. Was ist das für ein Baum hier? Das ist der Baum der 1000 Wahrheiten. Verneige dich vor ihm. Hier vor den scheiß Baum zusammen. Der muss stehen bleiben. Genau wie er ist. Nee, ich baue mir ja meinen eigenen Baum. Ich bin Mutter Natur. Israel? Schlafst du? Kennst du doch, wenn man sagt, ich setze einen Baum in Israel. Ich bin voll sozial. Ach so, nein, nicht in Israel. Hä? Kram, so. So, auf jeden Fall, wir haben... Im letzten Part haben wir das hier gemacht. Kommt ein bisschen spät, aber naja... Hier mache ich jetzt erstmal nicht weiter, weil ich keinen Bock auf die Dächer habe.
Wir machen Doof, direkt aber das stimmt. gegenüber weiter. Also ich werde die Reihe jetzt hier komplett richtig machen. Also nicht so wie da hinten. Da hinten habe ich die ja mehr oder weniger nur skizziert so. Also was heißt skizziert, nur den Grundriss gebaut, aber noch nicht weitergemacht. Und hier will ich das ganz gerne komplett fertig machen bis zu der Ecke und dann die andere Ecke. Ja, wie ich das hier in der Mitte mache, weiß ich immer nicht. Das müsste ich eigentlich komplett abreißen. Das hast du im Stream gesehen, ne? Die Mitte da mit diesem kleinen Pavillon da in der Ah, Mitte. ja. Ja, und das wollte ich ja nochmal komplett abreißen, weil mir das nicht gefällt. Ah, ich denke, das werde ich offscreen oder so machen. Oder halt vielleicht auch nochmal in einem Stream, ich weiß es noch nicht. Und der Eingang, der müsste auch komplett geändert werden. Das ist auch so eine Sache. Ah, ist so viel. Wäre cool, wenn das so ein Server ging. Dann könnte man hier wenigstens noch ein paar Leute drauf holen, die eventuell Bock hätten. Wenn Und ihr dich. Aloha-Freunde, sieht man einen von euch auf der Gamescom? Ich bin auch mitten am Mir Reden und. antwortet gar keiner. Was laberst du? Was ist das für eine Farbe? Ist das Sandstone? Oder soll ich das weiß machen? Meine, er sagt zwar immer, er würde dieses Jahr wahrscheinlich nicht gehen, aber das hat er letztes Jahr auch erzählt. Und letzten Endes sind wir trotzdem immer im letzten Moment Warum? noch da. Wann ist denn die Gamescom? Gamescom ist eigentlich ein ganz gutes Thema, um rüber zu reden. Die ist vom Das ist ein 14. gutes bis. Thema. Also nächste Woche. Die ist nächste Woche vom 14. bis zum 17. Ja, aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist doch fast dabei, also die. Sag mal, die guten Tagen ausverkauft. Sprich, Freitag, ach, Freitag, Samstag. Ja, doch, Freitag, Samstag ist, glaube ich, ausverkauft. Ah, ich denke mal, wenn man es drauf anlegt, kommt es ja noch an Karten ran. Schwarzmarkt. Ja, so ungefähr. Ich meine, erinnere dich an die erste Gamescom, an der wir teilgenommen haben. Der eine Ja. Typ, der draußen mit dem Schild stand, 120 Euro für eine Gamescom-Karte. Ja, genau, aber so viel wird schon nicht für eine Gamescom-Karte ausgeben. Nein, wir kaufen die für 10 unterm Ja? Ladentisch, gefälscht, Ja? verkaufen die für 120 Okay. und bestechen dann kleine Kinder, uns die Originalen zu geben. Ah. Das ist dein Plan, ja? Ja. Okay, versuch's mal. Oder ich gehe da voll wichtig rein, dann sag ich so, Voll ja, ich Business-Typ. bin der Eskamo und so und Und so. mir gehört die Gamescom und so, das wisst ihr alle noch nicht. Genau. Passt das hier mit den Fenstern? Ja, perfekt. Perfekt. Ah, ja, okay, nicht ganz perfekt. Aber ist okay. Ist okay. Aber ich denke, ich habe auch eine Tastatur für mich gefunden. Ja. Sieht aus wie ein Poloch. Nein, die will ich doch nicht haben. Nicht die Tastatur. Was ich mir jetzt frage, das sehe ich nämlich auf diesen scheiß Google Earth nicht. Ist das jetzt ein Stück nach hinten oder nicht? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Das sieht nämlich besser aus, wenn das ein Stück nach hinten ist. Frag die Muschel. Ach, lass die Muschel aus dem Spiel. Ich glaube ja. Hör mal, die hat dafür gesorgt, dass ich ein pinkes Telefon kaufen musste. Das ist voll sexy. Voilà. Aber nur durch meinen Vorschlag. Weil ich gesagt habe pink und dann hast du gesagt, lass die Muschel entscheiden. Du schuld, dass ich ein pinkes Telefon kaufen musste. Ja, mehr oder weniger, ja. Könnte man so sagen. Du hattest mal einen besten Kumpel. Hab dich auch lieb. Oh. Oh. Ja, aber Gamescom ist ein gutes Thema. Also ich war ja eigentlich, wenn waren wir waren zweimal da, ne? Dreimal. Dreimal. Dreimal, stimmt. Nein, dreimal? Seitdem die in Dingen stattgefunden hat, in Mit Köln, das Köln, muss ja. dreimal Ja, sein. ich auf jeden Fall zwei oder dreimal. Einmal waren Und wir ich muss alleine und sagen, das erste Jahr. hä, wir waren nicht zweimal alleine. Doch, waren wir. Nee, doch. Auch. Doch, stimmt. In dem Ja, zweiten keine Jahr wurden Ahnung. wir da gebrutzelt mit den 38 Grad und das letzte Jahr war ziemlich in Ordnung. Da haben wir mal draußen in Gassen Ja, ja, rumgenörgelt. ja, ja, ja. Ja, stimmt. Ja, nee. Ach, keine Ahnung. Auch. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir waren da. Und ich muss sagen, also das erste Mal, als wir da waren, ich glaube, war das erste Mal, als wir in Köln waren, das war Katastrophe. Ja, Da sind also wir da. Platzangst, Ja. aber heftigst. Das war richtig ätzend. Aber das haben sie jetzt auch geregelt bekommen. Die packen jetzt ja intelligenterweise nicht mehr die besten Projekte in eine Halle auf eine Kreuzung. Ja, gut, das stimmt. Also da hatte ich echt ein bisschen Bammel gekriegt, dass sie uns echt zerquetschen. Das wurde da echt ein bisschen knapp. Das war, ja, das war nicht schön. Die ist in der Mitte und von allen Seiten auf der Kreuzung strömen die Menschen auf dich zu und wissen nicht, wo sie hin sollen. Ja. Ja, das zweite Mal war ganz okay. Aber ich muss auch sagen, dieses Jahr an der Gamescom, da gefällt mir eigentlich nichts. Das Einzige, was mich interessiert, ist WoD ein bisschen, Hearthstone ein bisschen.
das war's. Ja, aber Hearthstone machen die ja relativ viel dieses Jahr. Ja, ich meine, da ist auch ein Turnier, ne? Und durch Wallets of Draenor kommt da sowieso viel rein. Die werden die Raids wahrscheinlich zeigen. Dann zeichnet bestimmt wieder einer und halt offiziell das Release-Datum und der Trailer, ne, wird da ja offenbart. Ja, das stimmt. Aber naja, lohnt sich das, ist die Frage. Das ist der Ja. falsche Stein. Da musst du da hingehen. Bitte ja. Ich weiß es, wie gesagt, ich denke nicht, dass ich gehe. Ich weiß es nicht, aber ich Und habe da sind wir wieder an dem keine. Punkt, wo er sagt, er weiß nicht, ob er Ich habe, soll ich oder weiß, nicht. nee, jetzt ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, ey. Das ist so. Mittwochabend wird er mir sagen, oh ja, lass da hin, ey, auf jeden Fall, so wie immer. Boah. Voll viel geraucht, kann das sein? Nein. Ah, ja, ich weiß es auch nicht. Du hängst sowieso nur bei Drecksspiel rum. Willst du den Namen nicht sagen? Wir sind nicht in deinem Stream. Ich darf Deswegen. League of Legends sagen. LOL ist scheiße. LOL ist der absolute Dreck, ey. Da hänge ich aber auch nicht. Nein, nein. Lass mal Nee, kurz gucken. Warte, warte kurz. da ist ja nichts Besonderes dieses Jahr. Ja, die haben nicht mehr so eine. Bin verwirrt mit dem Scheißgebäude. Das ist zu kacke. Mach kaputt. Steck Ja, mach ich TNT in die auch. Ich mache Mitte, jetzt mach nochmal um. neu. Nicht alles, aber die Wand mache ich schon mal. Nee. Und sonst so. Alles cool, Ja. aber nur die Wärme deckt sich gerade ein bisschen. Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe so einen Idioten vor dem Haus, der Rasen mäht. Der mir meinen Osu-Lauf versaut hat. Ja. Und ich kann das Fenster nicht aufhaben. Dann habe ich hier noch eine Studiolampe hängen, die mir das Gesicht wegbrutzelt. Das ist Ja, keine schöne Erfahrung. der wohl Selbstverschuldung. Nee. Ah, doch. Das würde ich so nicht behaupten. Aber ich. Ja, du bist auch scheiße. Könnte mal drüber abstimmen. Dass du scheiße bist? Ja. Okay, dann schreib's mal in den Kommentaren. Ist der scheiße, ja oder nein? Nein, nein. Das sind Abstimmungen. Daumen hoch, Daumen runter. Genau. Das ist aber scheiße, Mann. Also mein Name ist Takokor, ne? Also macht der Takokor meinen Namen Kannst du rauf oder mal. runter? Ja, das ist doch scheiße. Verbindet sich nicht so schön, wie ich es will. Das geht, Was glaube ich, liegt? so stufenmäßig, oder? Guckt mal genau hin, Leute. Oh, falsch. Musst du ganz epiklich ranzoomen. Ja, ich komme mit Google Earth nur überhaupt nicht klar. Da fuck, wo willst du hin? So. Ran hier, Bruder. Bruder Google. Ah, da jetzt so. Doch, das sind Absätze auf jeden Fall. 3 Stück. Aber Kannst du nur ja eine. so halbe, Mann. Aber ist das da dran? Das kann nicht. Aber wartet mal. Da habe ich eine Idee. Ich baue das hier dran. Du holst dir einfach eine Jahreskarte für Disneyland, fährst regelmäßig hin vor den Parks und Ja, so holst eine dir die ganzen Jahreskarte hat mir Leute. auch jemand letztens in den Kommentaren geschrieben. Wenn ich so in der Nähe wohnen würde, würde ich das, denke ich mal, auf jeden Fall machen. Nach Paris brauchst du doch nicht lange. Ich? Ja. Klar. 5, 6 Stunden bist du da unten. Ja, eben. Lang genug. Kann die Hälfte der Strecke auch fahren, ist doch kein Thema. Du! Ich ja. Wie du unbedingt immer mein Auto fahren willst. Ich will einfach nur unbedingt Dann fahren. kannst du mich mal. Hallo, ich muss immer so ein Asbach-uhrtes Auto fahren, wenn ich mal fahren darf. Ich will Ja mal was und? Modernes fahren. Kannst du mich mal. Mein Auto. Mein Auto. So. Ich glaube, jetzt habe ich es raus. Ich glaube, so sieht das ganz gut aus. Ist aber nur ein Könnt ihr auch bisschen den magischen groß. Miesmuschel fragen, ob du mich fahren lassen musst? Kann mich immer kreuzweise. Das hast du jetzt nicht gesagt. Doch, Chavur. Kannst doch nichts gegen die magische Miesmuschel sagen. Doch, doch, siehst du doch. Aber ich glaube, das wäre da dran. Sprich, ich müsste die Mauer nochmal um hier hinten verschieben. Aber das sollte okay sein. Ja, ich glaube, so sieht das ganz gut aus. Dann noch mit so diesen Absätzen, die hier mal rauskommen und so. Ja, das könnte interessant werden, aber das müsste dann weg. Dann auch nur ein halbes Ding sein. Oh, gut, gut.
Mit den halben Dingern habe ich ja immer sowieso mal so Probleme. Mit den. Also du hast ja auch mal ein bisschen Minecraft gespielt, die letzte Zeit. Nicht letzte Zeit, ein bisschen länger her, aber du hast das gespielt, was ich auch spiele, ne? Mit dem Mod halt. Exit halt. Abgesehen von diesen schrägen Dächern, ja. Ja, genau. Da gibt es ja diese Halben, die du zersägen kannst. Die ganz, ganz kleinen oder die. Nein, nur einmal gesägt, einmal halbiert halt. Ja. Ja, und die sind ja scheiße zu. Nee, warte mal, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Besetzen. Nee, zu setzen nicht. Mit denen kann man nicht so viel anfangen. Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal eher so, weil du kannst da zum Beispiel jetzt nicht so einen ganzen Block noch draufhauen oder so. Das meine Nee, ich. die sind eher nur so als Overlay. Ja, genau. Und das ist halt die Scheiße. Weil das macht mir immer hier ein paar Probleme und so, weißt du? Das ist nicht so schön. Es wird schon wieder dunkel. Abends, wenn es dunkel wird und der Taco in Minecraft rumschwört. So ist es. Hier fehlen übrigens noch so kleine Klötze, aber ich hatte keinen Bock, die zu schneiden. Legt ihn eine Sternschnuppe in den Kopf. Na gut, die Mauer müsste eigentlich auch noch ein bisschen weiter raus, aber sonst passt das hier, glaube ich, nicht mehr so hin. Hier kommt noch ein Gebäude hin und dann kommt hier, glaube ich, ein großes hin, oder? Bin ich schon wieder in irgendeinem anderen Gebäude, hallo? Da kommen noch mehrere kleine hin und dann um die Ecke. Ja, ich kann das nicht viel größer machen, das ist das Problem. Deswegen lasse ich das so. Ja, Proportionen hier in meinem Park stimmen ja sowieso nicht so ganz, aber es passt, es passt. Kann man mit leben. Sollte ich denn hier hin machen? Mach das jetzt. Okay, hier brauche ich das eigentlich nicht mit dem machen. Eigentlich den ganzen Was Stein hast du dir nehmen. geplant? 1000 Parts, bis du fertig bist? Nee, das wird länger dauern, denke ich, als 1000 Parts. Wenn man mal überlegt, ich bin jetzt bei Part 58, glaube ich. Und ich habe noch nicht mal den Eingangsbereich fertig so gesehen. Und was ich noch vorhabe, ist ja. Die komplette Main Street sowieso. Ich denke mal, bis die Main Street fertig ist, bin ich ungefähr bei Part 200, 250 oder so. Gehe ich stark von aus. Und Das dann ist kommen ja noch die ordentlich. ganzen Themenbereiche und die ganz großen Gebäuden, wie Bauten, wie das Schloss selber oder das Hotel. Das nimmt, denke ich mal, die meiste Zeit in Anspruch, weil das ja einfach das. Oh, hier fehlt was. Das Größte ist. Und auch das Schwierigste mit. Detaillierten Kram und so ein Scheiß. Ich meine, ich bin sowieso schon geschränkt durch Minecraft halt. Oder durch Minecraft. Minecraft. Ich sag immer Minecraft. Ja, beschränkt bist auf jeden Fall. Ja, und beschränkt bin ich halt. Durch Minecraft. Minecraft. Und. Ja, ne. Das ist halt. Naja. Ein bisschen doof. Weil eigentlich wollte ich das ja so nah wie möglich dran nah bauen halt. You know? Yes, maybe, of course. Ja, und das kotzt mich halt manchmal an, wie zum Beispiel hier, das kann ich euch zum Beispiel sagen. Mir gefällt das hier zum Beispiel auch. Das Gebäude gefällt mir jetzt auch nicht so doll, aber das reicht jetzt nicht so ab, weil da geht sowieso kein Arsch hin. Und hier ist es eigentlich. Ne, okay, das geht, das Gebäude. Das gefällt mir eigentlich auch, bis auf die Steine. Die Steine gefallen mir nicht, aber gibt es halt keine andere Variante. Das, Ich naja, brauche das noch in. 5000 Euro. Das noch am Bauen, im Baut. Ne, okay, die da hinten, die gefallen mir eigentlich ganz gut, bis auf das Eckding da. Vor allem die City Hall gefällt mir richtig gut. Aber auch das erste Gebäude, da gibt man sich immer am meisten Mühe. Habe einen Und. schönen PC Ja. gefunden. Ja, dann kauft ihr einen PC. Aber der kostet 4,8K. Ja, da, dann muss ich sparen. Oder so. Dinge, von denen habe ich noch gar nicht gehört. Ich wette, das Ding kann fliegen. Meinst du? Der ist sogar wassergekühlt. Boah. Das ist aber auch Ich ätzend, finde ich. Wasserkühlung. möchte meinen Strom nicht um 100 Euro raufschrauben. Weiß nicht, halt. Also Wasserkühlung an sich ist cool, aber bisschen ätzend, finde ich. Find ich. Und jetzt werde ich gehatet, weil ich Wasserkühlung scheiße finde. Da hate ich mit. Du, weißt du, gerade du. Ja. Ja, gegen dich halt. Ja, kannst mich mal. Ich bin verwirrt. Ah ne, ist schon richtig. Der andere kommt hier hin. Nee. Ah. Du sagst Bist du es. komplett raus, ja? Ja. Ist irgendwie nicht so ganz symmetrisch hier.
Da passt was nicht. Das kommt Also dahin. die Also. Shark und Skiller war scheiße, ja? Ja, die waren nicht so doll. Also für das, was ich halt. Also für WoW oder so würde ich sie jetzt nicht empfehlen unbedingt. Da hatte ich jetzt noch die Shark und Knight Rider gefunden, aber da ist ist die Caps Lock Taste so groß und die Shift Taste auch. Die Tastatur will, dass du in Caps Lock schreibst. Weiß schon mal Bescheid. Das ist die Caps Lock Tastatur auf Doom. Also an sich ist es schön, die ist sehr flach. Irgendwie passt das hier nicht so ganz. Ich komme hier voll durcheinander. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den Stein nehmen soll. Der ist, glaube ich, ein bisschen dunkel, ne? Den nehmen wir nicht. Nimm den anderen Stein. Wenn mir das nicht gefällt, kann ich es auch wieder zurückschicken, oder? Bei Amazon? Ja. Ja, klar. Kannst du es schon zurückschicken. Der Verkauf und der Versand ist durch Amazon, also müsste es ja, wenn die scheiße ist, Ambition. wieder Ja, zurückgehen können. ich meine schon. Also ich habe noch nie was da zurückgeschickt, daher kann ich es dir nicht so genau sagen, aber ich gehe davon aus, musst du mal durchlesen. Steht da bestimmt irgendwo. So ist der hier, bin ich mit dem ja auf jeden Fall. Beende den Part jetzt auch voll daneben. Jetzt gleich. Dann ist den Part genau daneben, voll daneben. Das ist ein Scheißstein. Es gibt doch bestimmt noch bessere Steine. Komm. Komm, gib mir Steine Steine. Weisen, Rolling Stone, Gib mir Steine, komm. Tic-Tacs. Komm. So schöne Steine. Der ist scheiße. Obwohl, der ist aber glatt, aber nee. Bricks sind auch scheiße. Nee, der ist auch doof. Der glänzt so. Der glänzt nochmal. Der ist okay, wenn der ein bisschen heller wäre. Ja. Der so. Wollte schon sagen, ist auch normaler Stone Brick. Da sollte man den mal versuchen. Komm, wir geben dem mal eine Chance. Stein, überzeuge mich. Zwar jetzt. Wow. Ist genau derselbe Stein. Verarscht mich der Stein. Hä? Stein bin Ach so, ich. das ist der Stein hier. Vertan. Du hast gerade schon sehr oft Stein gesagt. Ja, Stein. Besser als der Typ im Stream. Alter. Das war schon heftig. Das ist Ja. echt schon eine Kunst, zwischen drei Worten nochmal viermal Alter Das war so unterzubringen. geil gestern. Aber das im nächsten Part, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Also, haut rein. Tschüss.